Herzlich willkommen. Heute wieder ein Klassiker für euch. Wir haben hier die MP5 von Heckler & Koch. Let's go. Wenn ihr neu hier seid, ich habe auch ein Video in Englisch gemacht. Schaut es euch an. Wie immer, aus Sicherheitsgründen sind die Waffen entladen und sicher. Fangen wir gleich mal an. Die Heckler & Koch MP5, in Deutschland hergestellt, ist einer der, das ist die Ikone der Maschinenpistolen und super heiß begehrt in fast jedem Videospiel, weil sie einfach absolut rundum immer ein Allrounder ist, verlässlich. Und ihr seht ja, das Ding sieht einfach nie irgendwie alt aus und das bleibt immer irgendwie ein bisschen futuristisch vom Aussehen her. In den Aufnahmen im Hintergrund werdet ihr sehen, wir haben eine andere kurz vorher hier im Shop gehabt und hatten die gefilmt. Wahrscheinlich werden wir mit dieser hier auf die Range gehen, weil die andere verkauft wurde. Aber ihr seht, MP5s gibt es in allen möglichen Variationen und man kann richtig viel daraus machen. Wir haben für die MP5 drei verschiedene Arten Munition, die wir nutzen können. Drei verschiedene Ausführungen. Einmal die 9mm, dann die 10mm Auto und die 40 Smith & Wesson. Heutiges Shoutout geht raus an unsere Sponsoren Yellow Arsenal und Bravo Zero Six, dass ich hier sein kann und das filmen kann. Und für die Ausstattung techmerch.com. Bei techmerch kriegt ihr Shirts wie dieses oder dieses Shirt. Schaut rein, es gibt auch taktische Motive für Frauen, nicht nur für Männer. Kommen wir mal zu ein paar Daten über die MP5. Bei der Gesamtlänge liegen wir bei der kurzen Ausführung bei 550 mm, bei der großen 690 mm. Das Gewicht liegt bei 3100 Gramm. Magazine gibt es 15 Schuss und 30 Schuss Magazine. Die Lauflänge hat 225 mm. Das Ganze ist ein Rückstoßlader. Und ihr wisst, wie hier, die MP5 gibt es nicht nur in Halbautomatik, sondern auch in Vollauto. Oder mit diesem kleinen Burst-Funktion. Was haben wir Spezielles in dieser Waffe verbaut? Wir haben hier einen Rollenverschluss drin. Und dazu haben wir eine Kadenz von 800 Schuss die Minute. Wie sich die MP5 auf der Shooting Range schlagen wird, sehen wir gleich. Die HK-MP5 hat einen wirklich geringen Rückstoß. Viel geringer, als ich mir ihn vorgestellt hätte. Das Einzige, was ich fand, was etwas schwer ging, sind die Magazine. Die hat man kaum reinbekommen. Das Gewicht dafür ist aber wirklich großartig. Da kann man gar nichts dagegen sagen. Und wie man auch sieht, der Schalldämpfer macht trotz keiner Subsonic-Munition wirklich einen guten Job. Und alles in allem fühlt sie sich einfach wirklich klasse an. Die MP5 ist definitiv die Ikone, die wir alle so lieben.